Aktivistin verhaftet. Russische TV-Journalistin stürmt Live-Sendung mit Nova-Plakat. Mitten in einer Live-Sendung des russischen Staatsfernsehens stürmte eine Frau hinter die Moderatorin und hielt ein Plakat in die Höhe, auf dem Nova. Glaubt der Propaganda nicht. Hier werdet ihr belogen, stand. Die Übertragung wurde sofort abgebrochen. 1/4 die Frau stürmte mit einem Plakat in die Live-Sendung. Screenshot Twitter, auf dem sie gegen den Krieg protestierte und angab, die Zuschauer würden belogen. Screenshot Twitter zuvor hatte Maria Ovsyannikova eine Videobotschaft abgedreht. Screenshot Twitter. Darum geht's, eine Redakteurin des russischen Staatsfernsehens nutzte eine Live-Sendung für eine aufsehenerregende politische Aktion. Sie stürmte mit einem Plakat ins Studio, auf dem Stoppt den Krieg, und hier werdet ihr belogen, stand. Maria Ovsyannikova wurde sofort festgenommen. Ihr droht nun eine lange Gefängnisstrafe. Mit einem Protestplakat und lauten Rufen hat eine Kriegsgegnerin im russischen Staatsfernsehen für eine Unterbrechung der abendlichen Hauptnachrichtensendung gesorgt. Während der Live-Übertragung am Montag um 21 Uhr Moskauer Zeit sprang die Frau plötzlich hinter Nachrichtensprecherin Jekaterina Andrejewa ins Bild und hielt ein Schild mit der Aufschrift »Stoppt den Krieg«. Glaubt der Propaganda nicht. Hier werdet ihr belogen, hoch. Dazu rief sie mehrmals laut »Nein zum Krieg, nein zum Krieg, nein zum Krieg«. Anschließend brach die Übertragung ab und es wurden Bilder aus einem Krankenhaus gezeigt. Der Videoausschnitt verbreitete sich umgehend in sozialen Netzwerken. Vor allem russische Oppositionelle lobten die Frau für ihren Mut. Was Mut wirklich bedeutet, schrieb der Pianist Igor Levit bei Twitter. In Russland ist es Medien verboten, den russischen Einmarsch in die Ukraine als Krieg oder Invasion zu benennen. Stattdessen ist offiziell von einer militärischen Spezialoperation die Rede. Putins Krieg ist ein Verbrechen. Medienberichten zufolge handelt es sich bei der Frau um Maria Ovsyannikova, selbst eine Mitarbeiterin des Staatsfernsehens. In einem Video hatte sie ihre Protestaktion zuvor in sozialen Netzwerken angekündigt. Als Begründung soll sie angegeben haben, dass ihr Vater Ukrainer und der Krieg gegen das Nachbarland ein Verbrechen sei, für das Kremlchef Wladimir Putin verantwortlich sei. Sie soll demnach festgenommen worden sein. Der erste russische Fernsehkanal sprach in einer Mitteilung lediglich von einem Vorfall während der Sendung Gremja und kündigte eine interne Prüfung an. Bei 20 Minuten als Mitglied wirst du Teil der 20 Minuten Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben.